Ämtern. Und dazu hören wir jetzt auch eine Zusammenfassung des Grundtextes und der Handlungstexte. Vortragen wird Regina Nagel. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Sie ist als Mitglied des Berufsverbandes der GemeindereferentInnen Mitglied im Synodalen Weg gewesen und trägt uns jetzt vor. Und anschließend haben wir wieder die Möglichkeit eines Praxisblicks. Bitte, Frau Nagel. Bisschen weiter runter. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum Forum Frauen hier sprechen darf. Wie gesagt, Regina Nagel, Gemeindereferentin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit für Schwerbehinderte, hier in der Diözese und Vorsitzende des GemeindereferentInnen-Bundesverbands. Und in der Rolle war ich im Synodalen Weg dabei. Wenn Sie mir die erste muss ich hier was machen, dass es an die Wand kommt? Oder es ist da, wunderbar. Ja, wir hatten am Wochenende Abschlusstreffen im Frauenforum in Frankfurt. Und ja, ich zitiere eine. Eine hat in der Runde gesagt, als wir im gleichen Raum begonnen haben mit diesem synodalen Weg, da habe ich zugehört, was die ganze Runde so sagt. Und dann dachte ich, was für starke Leute. Und ich war hochmotiviert und dachte, mit dieser Energie und diesem vielen Wissen und dieser großen Motivation, da kriegen wir was hin, hat sie gesagt. Und dann hat sie gesagt, und heute bin ich hier ernüchtert. Wirklich ernüchtert. Und von daher glaube ich, das, was ich jetzt sage, manch eine würde es ein bisschen anders sagen. Ja, und die Theologieprofessorinnen würden was anderes sagen. Aber ich glaube, dass die da waren, die würden nicken bei dem, was ich jetzt sage. Und als Start habe ich ein Zitat auch von einer Frau aus dem Frauenforum, die hat, nachdem der Grundtext beschlossen war, zu mir gesagt, was glaubst du, Regina, was passiert, wenn die Frauen merken, dass wir nur darum bitten, dass man nochmal drüber reden darf? Und das Foto, das stammt von der 5. Synodalversammlung, da war eine Mordsgegendemo vor dem Kongresshaus zwischen jetzt, das war KfD und Maria 2.0 und BDKJ gegen Maria 1.0 und wirklich rechtsradikale Katholiken mit so Riesenfahnen. Und das waren Sprechchöre und da ging es ab. Und ich habe, das habe ich auch so, wurde ja interviewt für die Diözese, habe ich gesagt, ich hoffe, dass die Energie in den Saal reingeht. Sie ging nicht rein. Auf der zweiten habe ich jetzt hier ein Zitat aus eben diesem Grundtext, das so eine Art Mittelpunkt darstellt von diesem Grundtext, und zwar die Aussage, weil alle einer in Christus Jesus sind, bedarf die Nichtzulassung zur Teilnahme von Frauen an den kirchlichen Weiheämtern angesichts der aktuellen Zeichen der Zeit dringend einer erneuten theologischen und anthropologischen Überprüfung. Also der gesamte Grundtext des Frauenforums bittet darum, doch nochmal zu überprüfen, ob Frauen nicht vielleicht gleichberechtigt sein könnten. Und ich habe drei Fragen drunter geschrieben und denken Sie mal mit, wie Sie die beantworten würden. Ist die Bitte um eine erneute Überprüfung der Zulassung von Frauen zu allen Ämtern ein Erfolg mit weltweiter Bedeutung? Ist sie völlig überflüssig, weil Johannes Paul II. Ja 1994 bereits gesagt hat, das hat sich erledigt, wir können nicht mal, ich kann, habe gar nicht die Macht, das überhaupt nochmal, also Frauen, das geht gar nicht. Also ist sie überflüssig oder ist es eine viel zu schwache Minimalforderung? Und jetzt muss ich natürlich keiner outen, aber ich frage in die Runde und bitte Sie, ich lese alle drei Fragen nochmal vor, und wenn Sie bei einer Frage sagen, ja genau so sehe ich das, dann machen Sie mal ganz gewaltig so. Und wenn Sie sagen, na, so ein bisschen in die Richtung geht es, was ich denke, machen Sie so. Und bei denen, die nichts machen, wissen wir nachher nicht, ob sie dagegen sind oder ob sie einfach nicht sich melden wollen. Also Sie haben alle Freiheiten, ich sage es nochmal, in den Saal hinein ist die Bitte um eine erneute Überprüfung der Zulassung von Frauen zu allen Ämtern ein Erfolg mit weltweiter Bedeutung. Ich möchte, oder vielleicht möchte ich auch nicht, Hände sehen. Ich sehe keine. Nur nicht mal eine halbe. Diskutieren können wir es jetzt nicht. Und ja, klar, es sind vielleicht auch, genau. Zweite Frage, ist sie überflüssig, weil das 1994 durch Johannes Paul II. Geklärt ist, dass man darüber gar nicht mehr diskutieren braucht? Da sehe ich nur so ein bisschen sowas, aber ich sehe auch wieder keine Hand. Ist dieses Ergebnis im Grundtext, diese Bitte, diese eine viel zu schwache Minimalforderung? Wow, Sie können sich auch rückmal geschwind umgucken. Jawohl, Dankeschön. Dann geht es mir hier gut, sage ich einmal, und ich kann weitermachen.
wie es überhaupt zum Thema Frauen kam, nur ganz kurz. Es waren ja drei Themen eigentlich. Und dann hat das ZDK gesagt, es muss auch noch was rein, ein Thema, welche Ämter für Frauen. So haben die das gesagt. Na, die Bischofskonferenz, ich war ja nicht dabei, also das ist jetzt Hypothese, die Bischofskonferenz, oh je, Frauen. Aber na gut, also dann nehmen wir mal die Frauen halt auch noch mit rein. Aber das Thema haben sie abgeschwächt. Also Frauen in Weiheämtern wollte das ZDK, Bischofskonferenz hat gesagt, ja, machen wir Frauen in Diensten und Ämtern, das ist so ein bisschen offener. Genau. Die Zusammensetzung dieser Foren, nur so ein Gedanke dazu, die ist ein bisschen undurchsichtig, auch beim Frauenforum gewesen. Ich finde es genial, dass ich dabei war. Ich weiß aber nicht, wer mich da rein empfohlen hat, aber finde es toll. Dann Prozessbegleitung. Das haben wir im Frauenforum gemerkt und vielleicht auch in anderen Foren. Es gab eine geistliche Begleitung in diesem synodalen Weg, aber es gab keine Prozessbegleitung. So ein paar Leute, die denkten, dass sie wissen, wie es geht, haben halt mal gemacht. Natürlich auch unter Druck und ich will die auch nicht jetzt total kritisieren, aber ganz viel waren so Schleifen und Hemmnisse, weil es keine ordentliche Prozessbegleitung von außen gab. Aber eine Vorbereitung gab es, und das hatte Julia Knopf vorher ja auch gesagt, es gab Vorforen. Und zu diesen Vorforen möchte ich jetzt was sagen. Die Vorforen, die haben Themenschwerpunkte gesetzt. Und ich zeige Ihnen im nächsten Schritt, also das ist natürlich ein längerer Text, den kann man auch heute nur lesen, ich zeige Ihnen die Themenschwerpunkte, ohne sie zu erläutern. Ich will nur, dass Sie sie wahrnehmen. Themenschwerpunkte. Die Frage, also es geht, soll gehen, beim Frauenforum um die Frage nach Qualifizierung von Diensten und Ämtern als sakramental. Um die eigenständige Bedeutung des Diakonats, auch der Frau, als Amt sui generis in Unterscheidung von Presbyteriat und Episkopat. Die Berufung auch von Frauen zum Apostolat und somit zu allen Diensten und Ämtern in der Kirche. Theologinnen formuliert, ja? Also nichts gegen Theologinnen. Ich habe mal so eine kleine Frage darunter geschrieben, und zwar ein Zitat von der Christiane Florin. Zeichnet sich eigentlich in dem Vorforum schon ab, dass es vielleicht letztlich nur auf eine Diakoninnenmöglichkeitsprüfungskommission rausläuft? Neben dem Vorforum gab es auch eine Umfrage. Vielleicht haben auch welche von Ihnen sich daran beteiligt. Es konnte jeder schreiben zu jedem Forum vorher, was er denn gern hätte, was man da bespricht. Und das wurde vorgestellt in der ersten Synodalversammlung. Bei diesen Antworten waren ganz viele Katholikale dabei. Wir haben ja auch von der Pius-Jugend einen Brief gekriegt, alle Synodalen vor der Versammlung, dass wir auch ordentlich katholisch werden sollen. Das lasse ich alles weg. Also was da so, ja, das war auch initiiert, dass möglichst viel Rückwärtsgewandtes drinsteht. Ausgewählt habe ich Aussagen von Reformorientierten, also Leute wie uns hier im Saal. Die haben geschrieben, also im Hinblick aufs Frauenforum, haben sie Hoffnung und auf Demokratisierung und Geschlechtergerechtigkeit. Die Nichtzulassung von Frauen zu allen Ämtern sei nicht mehr hinnehmbar. Es gibt kein plausibles Argument für diese Ungleichbehandlung. Entscheidend ist doch die Kompetenz für die Weihe oder auch für die Aufgabenerfüllung. Die Kompetenz und nicht das Geschlecht. Es wurden Verletzungsgeschichten erzählt. Und diese Ideen von der letzten Folie des Vorforums, die spielten kaum eine Rolle. Und auch Tradition und Lehramt als theologische Erkenntnisquellen waren kein Thema. Ich habe das reingeschrieben, ich zitiere damit den Bischof Gerber. Der hat es damals vorgestellt und ich weiß nur, dass er gesagt hat, ja, und irgendwie, wegen doof, aber die Leute sehen, glaube ich, die Traditionen des Lehramts gar nicht so sehr als theologische Erkenntnisquellen. Auch nur so. Die UmfrageteilnehmerInnen vertraten mehrheitlich die Überzeugung, dass es den Vertretern des Lehramts vor allem darum gehe, Privilegien und Machterhalt der Männer als Gott gewollt abzusichern. Das heißt, in diesen Eingaben waren sehr, sehr deutliche Aussagen, was die Leute erwarten. Mich hat man auch gefragt, was ich denn erwarte, wenn für mich dieses Forum ein Erfolg wäre. Und ich habe einen Beitrag schreiben dürfen für dieses Buch, Synodaler Weg, letzte Chance. Und in meinem Artikel habe ich zu Beginn geschrieben, die Arbeit im Forum wird dann erfolgreich sein, wenn der synodale Weg beschließt, durch ein Schreiben nach Rom Gleichberechtigung der Frauen auch im Hinblick auf die Weiheämter einzufordern und wenn er darüber hinaus klar benennt,
dass das klerikal-hierarchische Konstrukt unserer Kirche auf den Prüfstand gestellt werden muss. Weil mir war von vornherein klar und wurde immer klarer, nur Frauen hineinweihen in dieses System, egal mit welchem Weiheamt, das ändert noch gar nichts. Das, was sich im Vorfeld schon gezeigt hat, hat sich natürlich auch im Forum gezeigt. Es gab da drin drei Interessengruppen. Die erste Interessengruppe hat gesagt, das ist alles gesagt, die Tür ist zu. Und wenn ich jetzt sagen würde, wer war das, dann wüssten das einige und die Namen kann man auch nennen. Das war der Bischof Vorderholzer und Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Wobei ich nun einen Unterschied machen würde zur Politik der beiden. Vorderholzer hat aber wegen ungute Politik manchmal gefahren, während die ich bin völlig weit weg von der Frau Gerl-Falkowitz, aber mit der konnte man respektvoll reden, so über Fragen, und die hat auch nicht groß nach außen, genau. Eine Gruppe, kleine Gruppe, hat uns ein Jahr Zeit gekostet, weil die TheologInnen im Forum immer mit denen gemeint haben, man könnte ja als Theologen auf dieser Ebene diskutieren, so richtig. Aber wenn Leute nicht über Argumente diskutieren wollen, sondern genau wissen, was richtig und falsch ist, kann man sich Diskussionen sparen. Irgendwann sind beide gegangen. Es gab eine starke Gruppe, vor allem eben die TheologInnen und die vom Vorforum, die haben gesagt, wir brauchen einen weltkirchlich relevanten, theologisch argumentierenden Text. Das ist ein Satz, der wurde wiederholt und wiederholt. Das brauchen wir. Und was ich noch ganz interessant fand, also anwesende TheologInnen wissen das wahrscheinlich, aber es gab schon eine Hierarchie, eine theologische Rangordnung, auch im Forum. Ich weiß nicht, ob es in anderen auch so war. Aber ganz oben war mein Eindruck, die Dogmatik, dann die Exegese, vielleicht noch so ein bisschen Pastoraltheologie. Und das, wenn ich jetzt Theologin geworden wäre, wäre Kirchengeschichte mein Fach gewesen. Das hat kaum eine Rolle gespielt. Sozialwissenschaften sowieso nur am Rande. Und dann gab es die dritte Gruppe, und es ist unschwer zu erkennen, dass ich zu der gehört habe, wir fordern die sofortige Beendigung der Ungleichbehandlung in der katholischen Kirche. Also ich war sehr bald dran und habe gesagt, lassen wir lieber Texte scheitern, als uns ständig irgendwie wieder klein machen zu lassen. Hier sind die Überschriften des Grundtextes, den ich natürlich, ich gehe davon aus, dass den auch alle gelesen haben. Der beginnt mit den Herausforderungen unserer Zeit, und das finde ich sehr gut, dass der damit beginnt und nicht irgendwie gleich mit theologischen Abhandlungen. Erschrecken über Missbrauch, Geschlechtergerechtigkeit als Notwendigkeit und Reformbedarf. In dem Teil habe ich auch mitgearbeitet. Der Text, wer ihn noch nicht gelesen hat, hat einen, finde ich, hochinteressanten, sehr guten bibeltheologischen Teil. Und auch die anderen Teile sind durchaus interessant, wobei ich mich frage, ob man das nicht schon länger gewusst hat. Also ich gehöre zu denen, die sagen, Traditionsgeschichte und so weiter. Und ich habe noch so drei Fragezeichen. Es war immer wieder die Frage, wer setzt hier welche Interessen durch? War aber im ganzen synodalen Weg natürlich ein Thema. Es war immer wieder die Frage, wer ist die Zielgruppe dieser Texte? Und da wurde dann, glaube ich, auf den Text hin schon gesagt, es ist die Weltkirche und es ist Rom. Das ist die Zielgruppe des Grundtextes und das Bedürfnis, ihn runterzubrechen. Es gibt kein so ein Filmchen, wie wir vorher gesehen haben, über einen Frauentext. Könnte man mal auch vielleicht noch machen, ja? Aber es gibt sicher vereinfachte Fassungen. Ich glaube, es gibt schon welche. So. Dieser Text des Frauenforums, der kam zur Beschlussfassung und wurde beschlossen im Anschluss an das Scheitern des Grundtextes vom Forum 4. Einige von uns, ich auch, sind vergleichsweise sicher, wäre die Tagesordnung umgekehrt gewesen, wäre der Frauentext nicht beschlossen worden. Und während der Diskussion auf den Frauentext hin, hat die Julia Knob, die kommt jetzt noch zweimal bei mir vor, gesagt, als Wortmeldung, als Katholikin bin ich müde. Ich bin es leid, es macht mich wütend, dass wir 30 Seiten Argumente brauchen, um eine himmelschreiende Ungerechtigkeit zu beenden. Gestern hat ein Bischof gesagt, ich möchte ja nicht diskriminieren, dann hören Sie damit auf. Wortmeldung und noch ein zweiter Satz jetzt aus diesem Grundtext, den ich sehr, sehr wichtig und gut finde, längst nicht nur aufs Thema Frauen hin, auf lange Sicht hin wird keine kirchliche Lehre als tragfähig, wird sich keine als tragfähig und handlungsrelevant erweisen können, die von einer immer größer werdenden Zahl der mit Glaubenssinn ausgestatteten Gläubigen in Frage gestellt oder ganz abgelehnt wird, und die sich auch theologisch, wissenschaftlich und bibeltheologisch nicht überzeugend begründen lässt. Mein Fazit somit zum Grundtext.
Theologisch argumentiert der Text auf einem professionellen, hohen Niveau und eignet sich mit Sicherheit für Diskussionen auf dieser oder auch auf anderen Ebenen. Mich stört, dass der Text nur eine Wiederaufnahme der Gespräche und eine erneute Überprüfung der Aussagen von Papst Johannes Paul II. Durch den jetzt amtierenden Papst bittet. Mir fehlt eine ganz klare Aussage, dass die Argumente alle längst auf dem Tisch liegen und dass es nur theologisch konstruierte, auf Machtinteressen beruhende Gegenargumente gibt. Ebenso fehlt mir ein kritischer historischer Blick auf die Ämterentwicklung, auf die Entwicklungen im 19. Jahrhundert und die Rückschritte durch Johannes Paul II. Und Benedikt. Ich halte es für notwendig, die Idee eines Lehramtes, das sich über wissenschaftlich-theologisches Arbeiten stellt, ganz klar zu hinterfragen. So kann das nicht weitergehen. Wir hätten uns viel klarer die Erfahrung der Kirche in Deutschland hätten viel klarer noch darlegen sollen. Wir hätten schon mehr machen können, aber die Texte wurden ja auch immer beschränkt auf die Zeilenzahl. Ja. Wir hätten klarer diese Erfahrung darlegen können, dass es bei uns theologisch und seelsorgerlich qualifizierte MitarbeiterInnen in der Pastoral gibt, die alles könnten, was Priester tun, ohne Weihe. Mit oder ohne Weihe, sage ich jetzt einfach mal so. Kaum eine Kollegin, behaupte ich jetzt mal, Ursula kann widersprechen, es gibt welche, die gerne Diakonin werden wollen, aber die allermeisten nicht. Auch die meisten Gemeinde- und Pastoralreferenten Männer werden nicht Diakon. Das heißt, das Bedürfnis bei denen, die es eigentlich problemlos gleich gewählt werden könnten, ist nicht allzu groß. Und ich bin nicht allein, das weiß ich hier im Raum, die sagen, also Diakoninnenweihe ist sowas von 1970 oder so, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Handlungstexte. Wir hatten unheimlich viele Handlungstexte vorbereitet, was wir geschafft haben. Also wenn man das zusammenzählen würde, ein Wahnsinn. Viel Energie, Kompetenzen reingesteckt und immer wieder hieß es, ihr müsst es anders machen oder weniger und noch weniger und noch weniger, weil man halt nicht durchkommt. Der synodale Weg hätte ja nur mal 3 Jahre weiterlaufen können. Übrig blieben die Verkündigung des Evangeliums durch LaihInnen in Wort und Sakrament und Frauen in sakramentalen Ämtern, Perspektiven für das weltkirchliche Gespräch. Und was dann in der letzten Synodalversammlung noch reinkam, waren die Maßnahmen gegen Missbrauch an Frauen in der Kirche. Vorher bei der Folie von der Lilia Knob waren noch 3 Texte, die auch in der ersten Lesung mal beraten wurden. Aber ob die in der Form jetzt noch passen, muss man auch gucken, weil wir ja versucht haben, so viel wie möglich in Text 1 und 2 irgendwie noch reinzupacken. Ja, und jetzt könnte ich sagen, was ich doch noch halte. Ich sage es auch noch, es kommt auch noch ein Statement von mir. Aber etwas, was ich im synodalen Weg auch gemerkt habe, und man sieht es im synodalen Ausschuss, wer wurde denn reingewählt? Die mit Titel. Also ohne Titel hat man nicht so furchtbar viele Chancen gehabt. Und deswegen dachte ich, das, was ich sage, da zitiere ich jemand mit Titel, und zwar die Professorin Julia Knob. Den Handlungstexten Frauen in sakramentalen Ämtern und Verkündigung durch LaihInnen in Wort und Sakrament stimmten die Bischöfe im März in Frankfurt nur unter der Bedingung zu, dass deren innovatives Potenzial gestrichen werde. Also es war ein Drama, wie dieser Text nochmal runtergestrichen wurde durch die Bischofskonferenz. Dass deren innovatives Potenzial gestrichen werde, dem hatten sie im dazugehörigen Grundtext zugestimmt. Aber diese eine, also man muss aber zum Beispiel dem Bischof Görber und dem Weihbischof Karrer dankbar sein, so ist das bei mir jedenfalls angekommen. Weil als die gemerkt haben, die Bischöfe spielen nicht mit, dann haben die zwei gesagt, also wenn wir jetzt schon, dann machen es mir. Weil es hätte ja andere gegeben, die noch in einer anderen Intention vielleicht sich darum gekümmert hätten. Und es geht noch weiter. Julia Knob, die zaghafte Öffnung in der Frage der Weiheämter für Frauen folgte hingegen einer eklatanten Argumentationsnot. Der lehrmäßige Status quo ist theologisch schlicht nicht zu halten. Das überzeugt keinen Menschen mehr. Dennoch wagten die Bischöfe nicht, offen die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit zu stellen oder sahen keinen Anlass dazu. Am Ende kam nur die Zusage zustande, sich für den Frauendiakonat einzusetzen und in die Debatte um die Ämterfrage einzubringen. Also nichts, gar nichts, was nicht längst möglich wäre. Trotzdem wurde der Text als epochal eingestuft, schreibt sie auf fein schwarz, ja. Als epochal eingestuft, selten habe es eine so deutliche Aussage von Bischöfen für den Diakonat der Frau gegeben. Und sie endet an der Stelle, kaum vorzustellen, welche epochale Wirkung hätte erzielt werden können,
wenn sich die Synodalversammlung laut und deutlich für ein Ende jeglicher Diskriminierung von Frauen ausgesprochen hätte. Doch dazu kam es nicht. Und untersteht noch, wir sind also wieder auf dem Stand der Würzburger Synode. Und diese Sektgläser, die ich da reinkopiert habe, die haben was mit meinem, sie hat den dich spinnen. Ich war zugeschaltet, weil ich bin immunsupprimiert und bin infektgefährdet und war öfters zugeschaltet und sehe, dass da welche Sekt trinken. Frauen, ja. Ich habe nachher gesagt, liebe Leute, also Schnaps hätte ich ja jetzt verstanden. Aber, ja. So. Und ich selber als Vorsitzende des GR-Bundesverbands sollte auch ein Fazit veröffentlichen. Und mein Fazit, dem habe ich nach dieser Versammlung die Überschrift gegeben, ein Zeichen von Stockholm-Syndrom. Gleich und berechtigt steht auf dem pinken Giveaway-Sitzkissen der KfD, das ich geschenkt bekommen habe. Die Energie der lauten Sprechchöre dazu vor dem Kongresshaus habe ich noch im Ohr. Geschlechtergerechtigkeit ist keine Maximalforderung. Das hätte die pink-rote Linie sein müssen bei den Handlungstexten des Forums Frauen. Dazu fehlte der Mut, den Frauen und der Versammlung. Mein Vorschlag, selbst die rote Linie zu setzen und gegebenenfalls eine Ablehnung der Bischöfe zu riskieren, stieß auf taube Ohren. Dass wir in Rom kaum Chancen haben, war und ist klar. Dass wir nur systemerhaltende Bitten beschlossen haben, ist peinlich und sorgt für Enttäuschung. Wir haben es verpasst, uns Deutschland und weltweit gegen die Frauenfeindlichkeit der katholischen Kirche zu positionieren. Jetzt könnt ihr aufhören. Nein, aber nicht, weil das wäre jetzt voll der Frust, wenn ich jetzt so aufhören würde, sondern es kommt noch was. Und zwar das, was auch mein Hauptanliegen also immer mehr wurde, sage ich einfach einmal. Nochmal ein Zitat aus dem Grundtext. Angesichts des Erschreckens über geistliche und sexualisierte Gewalt an Frauen und angesichts der anhaltenden Marginalisierung und Diskriminierung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche sind ein Schuldeingeständnis und eine Bewusstseins- und Verhaltensänderung dringend geboten. Ich hatte zwischendurch mal so, wenn jetzt die Bischöfe mal sagen würden im synodalen Weg, wir hatten Bischofskonferenz und wir möchten, ja, ich sag's mal einfach so, wir möchten uns entschuldigen. Wir haben es jetzt begriffen. Ihr Frauen, es tut uns furchtbar leid, wir können jetzt auch nicht die Welt und die Römer von einem Tag auf der andere, aber wir haben verstanden, das hätte ich mir gewünscht. Mir geht es aber vor allem um die sexualisierte Gewalt und auch den spirituellen Missbrauch. Sexualisierte Gewalt kommt langsam ins Bewusstsein, dass das auch Erwachsene betrifft und nicht nur Kinder. Spiritueller Missbrauch, ich glaube, das Thema, mit dem wir uns noch viel intensiver beschäftigen sollten. Was passiert da? Was passiert auch in unserer Kirche in dem Bereich? Und deswegen habe ich mich, also mehrere von uns, wir waren zu viert oder fünft in der Arbeitsgruppe, haben uns eingesetzt für diesen Text Maßnahmen gegen Missbrauch an Frauen in der Kirche. Und mir sagen eine ganze Reihe von Leuten, wenn ich nicht so insistiert hätte, gäbe es diesen Text nicht. Der Inhalt des Textes, also das hat letztlich die Ute Leimgrober, muss ich einfach auch sagen, diesen Text hat sie vor allem dann geschrieben, aber dass der reinkam, weil man kann doch nicht nur über Dienste und Ämter reden, man muss doch die gesamte Dramatik, die Welt, wenn man schon weltweit denkt, was passiert denn weltweit auch in der katholischen Kirche mit Frauen, das muss man doch mitbedenken. Und ja, ich lese jetzt nicht alles vor, wegen der Zeit, aber es braucht Rechtsordnungen, es braucht Fortbildungen, es braucht Studien. Die Aufarbeitungskommissionen müssen auch den Bereich Erwachsene reinnehmen und ich hoffe so sehr, dass der Text nicht in Vergessenheit gerät. Und jetzt komme ich schon zu meiner abschließenden Folie. Und bei der abschließenden, vor kurzem wurde in der Schweiz die Franziska Driesen-Reding verabschiedet. Vielleicht hat es jemand mitgekriegt, Synodalpräsidentin von Zürich oder genau weiß ich den Titel nicht. Die Rede hat die Christiane Florin gehalten. Und die Christiane Florin, die hat eine Homepage, die heißt weiberaufstand.com und ich empfehle ganz dringend, die ganze Rede zu lesen. Ich würde sie so gern ganz vorlesen, geht nicht, aber sie weist nach, was sich Chefkleriker, sage ich jetzt mal, alles einbilden, wie sie einsortieren können, wer Frauen sind, was man da zulassen kann, wie man sie vielleicht wieder, sie wollen uns schon wieder motivieren, sie wollen uns ja nicht verlieren. Und das bringt sie mit vielen, vielen Zitaten in dieser Rede und endet dann, aber ich kriege die wieder her, das war immer, ja, jetzt ist es wieder da, ich lasse es gerade so, irgendwie hängt das immer bei der letzten Folie.
Das jetzt also Christiane Florin zitiert. Ich kann auch nochmal auf Bildschirmpräsentation, ein bisschen größer. Na komm. Ja, nee, will nicht. Die Diskriminierung von Frauen geschieht. Die Diskriminierung von Frauen geschieht mit voller Absicht. Seit Jahrhunderten und bis heute. Sie ist ein tragendes Ordnungsprinzip dieser Institution. Sie ist gerade in jüngerer Zeit in den Stand von göttlichem Recht avanciert. Die Diskriminierung von Frauen ist gewollt, dieses Machtsystem ist gewollt, viele profitieren davon. Das ist die Wand. Wer Christiane Florin kennt, weiß schon lange ihren Spruch, nicht die Wand, nicht der Kopf ist das Problem, sondern die Wand. Das ist die Wand. Sie produziert weiterhin Verletzungen und Leid. Die Bilder sind lauter Synodalinnen, die finde ich passend gucken zu dem, was ich gerade sage. Ich bilde mir nicht ein, hat die Christiane Florin gesagt, ich bilde mir nicht ein, mit diesen Gedanken die Wand ins Wanken zu bringen. Aber wer die Machtverhältnisse durchschaut, wer sich die Wand nicht zur duftend blühenden Hecke schönredet, wird nicht so schnell zum Opfer. Das ist meine Hoffnung. Und meine auch. Also der Satz könnte von mir sein. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Regina Nagel, für diesen engagierten Vortrag. Ist angekommen und wir machen jetzt auch wieder weiter in unserer Runde. Praxisblick, zwei Personen, die von der Praxis auf diese Texte blicken und die Umsetzung uns vorstellen, wie sie sich vorstellen. Schwester Nicola Maria und Lydia Prakasch bitte ich zu uns vor in die Runde. Ja, wir haben dieses Referat jetzt vernommen und die Frage war ja, so haben wir es verabredet, wie erleben Sie beide Frauen und Dienste in Diensten und Ämtern in der Kirche als hauptamtliche Mitarbeiterin und als Ordensfrau? Wir hatten ja eingangs gesagt, also wir müssen ja irgendwie weiterkommen. Welche Möglichkeiten sehen Sie auf der Grundlage? Es ist jetzt sozusagen dargestellt worden, dass da nicht viele Spielräume bestehen, aber irgendwo gibt es immer ein Türchen, das sich auftut. Bitte, wie ist da Ihre Einschätzung? Was profitieren wir von diesen Texten? Oder müssen wir sagen, also das hat jetzt einfach alles nicht funktioniert und das ist nur für die Tonne. Wer möchte anfangen? Lydia Prakasch oder Schwester Nicola Maria? Ja, ich bitte. Kann gerne anfangen. Ja. Ich bin nicht hauptamtlich in der Kirche beschäftigt gewesen in meinem Leben. Ich war Schulleiterin. Ich bin aber seit 1987 in Moritz und dort eigentlich von Anfang an sehr engagiert in den verschiedenen Bereichen der Katechese, des Lektorats oder ähnlichen Sachen. Also ehrenamtlich tätig. Und ich würde gerne einen Blick auf das Ehrenamt nehmen und beobachte, dass die Ehrenamtler weniger werden, dass uns junge Frauen und junge Männer in den Gemeinden fehlen, um sie fürs Ehrenamt zu begeistern und zu engagieren. Die, die da sind, müssen mit ihren Kapazitäten haushalten, weil sie einfach in vielen Bereichen eingebunden sind. Die jungen Frauen, die jungen Familien sind einfach gesellschaftlich sehr gefragt. Sie steigen wieder sehr, sehr schnell ein in ihre Berufe. Sie sind aber auch sehr selbstbewusst. Sie haben eine Idee, sie haben eine Meinung, sie haben eine Vorstellung und sagen diese auch. Und das ist gut, erfreulich, macht es aber auch schwer und anstrengend, mit Ehrenamtlern zu arbeiten. Sie ecken durchaus an dem Amtsverständnis, das ihnen begegnet in den Diakonen, in den Priestern. Das ist nicht immer einfach, da eine Gesprächsebene zu finden. Ich beobachte in all den Jahren oder habe beobachtet, wie Frauen eigentlich schon immer die diakonischen Aufgaben, die ihnen begegnet sind, angenommen haben.
Sie sind eingestiegen auf diese Notwendigkeiten, die Sie vor Ort wahrgenommen haben. Gerade in den Katechesen gab es Fortbildungen, gab es vieles, was auch entwickelt wurde, was in letzter Zeit leider wieder schrumpft, weil einfach die Menschen dazu fehlen. Soll ich es ganz fertig machen, was ich erzählen will? Ja, vielleicht höre ich einfach da mal auf. Also ich beobachte, dass das Ehrenamt noch da ist, aber dass es kleiner wird und dass es nicht so ganz einfach ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also das muss man schon, glaube ich, sagen. Bis dahin. Okay, herzlichen Dank an dieser Stelle. Und Schwester Nicola Maria, wenn Sie Ihres dann dazulegen, bitte. Wie erlebe ich Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, war die Kernfrage. Und ich nehme jetzt Beziehung nur auf Ordensfrau, weil ich fand den Beitrag von der Frau Renner sehr sprechend. Das brauche ich nicht nochmals wiederholen für die Kolleginnen, die hauptamtlich tätig sind. Wir Ordensfrauen, wir sind gewohnt, uns selbst zu leiten. Wir leiten, wir haben die Amtszeit begrenzt. Es ist selbstverständlich, dass eine Generaloberin wieder ins Glied vollkommen zurückgeht. Und das hat sich bewährt und wir können es. In unserem Ordenscharisma sind wir selbstbewusst und eigenständig, frei und unabhängig und wir leiten oft große Einrichtungen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Wir Orden zeigen damit, dass Frauen in unserer katholischen Kirche sehr wohl Leitung übernehmen und das auch in synodaler Weise ihre Leitungen wählen und die Amtszeitbegrenzung eine sinnvolle Einrichtung ist. Wir leben und arbeiten für. Das ist ein wesentliches Wort. Für. Dieses Für gibt uns eine Richtung an. Es geht um das größere Ganze. Das klingt altruistisch, selbstlos, uneigennützig, aber das ist unsere DNA. Unsere Berufung ist geleitet vom Blick auf die Not der Bedürftigen und Marginalisierten. Wir reagieren relativ zeitnah auf Nöte und Fragen der Zeit. Ich erinnere nur an das Thema Geflüchtete. Uns sind die Betroffenen von Missbrauch jeglicher Art und die Menschen, die Ausgrenzung in unserer Kirche erfahren, ein großes Anliegen. Ich erlebe die Institution Kirche so, dass sie das diakonische Handeln überwiegend delegiert hat an die Orden, an die Caritas und Frauen. Wir leben die Diakonie und doch verweigert die Kirche uns die vollumfängliche Teilhabe am diakonischen Amt. Wir spüren auch als Frauenorden zunehmend die Abhängigkeit von geweihten Priestern. Wir begleiten unsere altgewordenen und kranken Mitschwestern und können ihnen nicht selbst die Krankensalbung spenden. Es gibt Schwestern, die aufgrund verschiedener Erfahrungen nicht bei Priestern beichten können. Ich habe selbst Frauen und Männer in der geistlichen Begleitung, die gerne von mir die Absolution erhalten würden. Und was nach bestimmten Gesprächsinhalten auch angezeigt wäre. Ganz herzlichen Dank. Sie merken die Zustimmung. Frau Prakash, wäre das ein Weg, mehr oder weniger einfach mal zu tun, das, was man innerlich für richtig hält und was auch in einer Situation stimmig sein kann? Kommen wir so weiter? Ich denke ja, also so habe ich meine Gedanken, die ich hier ein bisschen notiert habe, abgeschlossen. Was erscheint mir wichtig? Mir erscheint wichtig, drin bleiben in dieser Kirche und Position beziehen und erkennbar im Alltag Position beziehen. Ich habe das als Schulleiterin an einer Schule, an der es alle Weltreligionen gab, immer wieder erlebt, wenn die Eltern spürten, und ich habe das nicht wie ein Schild vor mir hergenommen, die spürten, wo ich verwurzelt bin, taten sich Türen auf und es gab eine Tiefe in vielen Gesprächen, die ja auch nicht immer so einfach sind an der Schule. Ich finde, Verkündigung darf nicht am Geschlecht hängen.
Seelsorge sollte für alle und durch alle stattfinden. Wir alle sind dazu aufgefordert. Wir müssen, glaube ich, tun, was wir für richtig halten und dabei neue Formen entwickeln. Die Vorstellung, dass ein Priester jeden Tag eine Eucharistiefeier hält, ist, glaube ich, kaum noch aufrechtzuerhalten. Ich wage mich ein bisschen vorsichtig davor. Schön, wenn es gelingt, aber in der Kirchengemeinde findet nicht mehr jeden Tag ein Gottesdienst statt, eine Eucharistiefeier, einfach weil das gar nicht mehr machbar ist. Also brauchen wir neue Formen. Mir ist daneben noch wichtig, dass wir nicht hinter dem zurückfallen sollten, was wir schon beschlossen haben, auch in unserer Diözese, im Diözesanrat, den Predigtdienst, den Sie, Herr Bischof, immer wieder betonen, eher noch an Gemeinden herantreten, wo es nicht stattfindet, eine Weisung geben, das gehört da rein, das braucht's. Die Spendung der Taufe, freue mich über den Termin am 8. November, dass die Beauftragung da stattfindet, sind wichtige Schritte. Da sollten wir nicht zurückfallen dahinter. Und es muss den Menschen, also wie Schwester Nicola Maria gesagt hat, alles das, was wir tun, muss für die Menschen sein und erlebbar, spürbar. Ich habe 4 Kinder, 3 Töchter. Ich kann denen nicht so arg vermitteln mehr, weshalb ich da so viel mache in der Kirche. Und das finde ich schon wichtig, weil letztendlich suchen sie auch die Gemeinschaft und den Ort, wo sie dahin gehören. Und das muss uns gelingen. Und deshalb müssen wir viel Neues ausdenken und überlegen. Niederschwellig, mit einem Gewinn, ein Geben und Nehmen. Ja, das mal so. Ja, danke schön. Und Schwester Nicola Maria? Ich wiederhole jetzt dich nicht, weil vieles davon habe ich nämlich auch mir aufnotiert. Aber was wir brauchen, sind auch neue, vielfältige liturgische Formen. Weil die priesterlose Zeit braucht auch neue liturgische Formen, in der wir vorkommen als Volk Gottes. Die Wort Gottes feiern sind eigentlich genauso aufgesetzt wie eine Eucharistiefeier. Alle sitzen in der Bank und eine oder einer ist da vorne. Das ist für mich keine heutige Liturgie, priesterlose Liturgie. Wenn wir neue liturgische Formen entwickeln, dann muss das Volk Gottes mit beteiligt sein, nicht nur als Kommunionhelferin oder als Lektorin, sondern dass wir unseren Glauben teilen. Wir haben verlernt, unseren Glauben einander mitzuteilen. Wir sind sprachlos geworden, auch durch diese liturgischen Formen. Wir haben es verlernt, es unseren Glauben weiterzugeben. Wir müssen wieder in diese Weitergabe, in diese Kommunikation, also ich bin jetzt an der Stelle, als Citypastoral heißt Glaubenskommunikation ja auch, ich sage manchmal frotzelnd zu Leuten, die zu mir zum Besuch kommen, ich bin jetzt richtig katholisch geworden. Vorher war ich das nicht richtig. Weil durch das, dass ich meinen Glauben immer wieder den Fragenden erzählen muss, bin ich viel tiefer in meinen Glauben hineingewachsen. Und diese Chance muss aber jeder von uns kriegen. Wir müssen durch das, dass wir Räume schaffen, unseren Glauben zu teilen, in uns ins Gespräch zu bringen, dann entwickelt sich der Glaube wieder. Und was mir ganz wichtig ist, auch in die Bildung der Gläubigen zu investieren. Es ist sehr viel Wissen verloren gegangen. Aber wie geht denn der Glaube weiterzugeben? Nur wenn wir auch Wissen haben, weil sonst entstehen diese extremen Ränder. Weil durch Halbwissen werden eher die Extreme gestärkt und nicht die Mitte unseres Glaubens. Also wir müssen auch mehr in das Wissen der Gläubigen investieren. Und wir brauchen auch in unseren Gremien, Verbänden, in den Gemeinden, aber auch in unseren Ordensgemeinschaften die Frage, was heißt denn gemeinsames Priestertum, wie es das Zweite Vatikanum sagt. Was verstehen wir denn
unter den Diensten und Ämtern und an welchen Stellen braucht es denn welche Dienste und welche Ämter und wie können wir das geschlechtergerecht gestalten? Es braucht wirklich nicht nur an den Fakultäten der Theologie und auch in der Diözesanleitung, sondern auch in den Gremien vor Ort die Frage, wie können wir die Ämtertheologie weiterentwickeln? Die Ergebnisse biblischer Reflexion, wie vor allem im Neuen Testament die Ämter verstanden wurden, die müssen im Diskurs aber auch berücksichtigt werden. Da gibt es wunderbare Arbeiten von Theologen, die auch publik in die Breite gegeben werden müssen. Ja, und ich bin ja eine Verfechterin, ich habe es vorher schon gesagt, mit den Wortgottesdiensten, das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich gehe in keine solche, aber ich biete Lectio Divina an. Und da kommt auch das Thema Contemplatio zur Sprache, wie es der Professor Halig auch zum Thema gemacht hat. Wenn wir die Bibel so teilen, dass wir zwischendrin stille Phasen haben, wo jeder seine Collectio macht, was sie verstanden hat von dem Text, was er verstanden hat von dem Text und dann erst ins Sprechen kommt, haben wir eine Augenhöhe. Und vor allem die Schritte der Lectio, Meditatio, Oratio und Contemplatio, das sind für mich echte Wortgottesdienste. Und das in die Breite zu bringen in die Gemeinden, das wäre so ein Element, wo wir auf Augenhöhe ohne Ämter und ohne Dienste wirklich an unserer Quelle wieder wären. Das wünschte ich mir. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben noch einige wenige Minuten für Schlussworte. Lydia Prakasch, muss nicht sein, aber darf sein. Ich glaube, ich habe meine wesentlichen Punkte gesagt. Also mir ist tatsächlich auch das Weitergeben des Glaubens ein großes Anliegen. Also die jungen Frauen, jungen Männer zu halten, die Familien zu halten, ihnen was anzubieten, Gemeinschaft erlebbar zu machen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ganz herzlichen Dank, Schwester Nicola Maria. Ich habe noch was. Ja, bitte, ja. Wir haben noch die Zeit, bitte. Ich finde, wir müssen aus unserer Depression raus. Ja. Ja. Der Abwärtstrend kann eine Chance sein, und zwar für eine geschlechtergerechte Kirche. Das, wie jetzt die Ämter verteilt sind, wird es so nicht mehr geben können. Also ist das doch eine Chance. Sehen wir das Glas aber nicht als halb leer an, sondern als dreiviertel voll. Hey, wir haben was. Wir haben die gute Botschaft. Und diese gute Botschaft, die frohe Botschaft, die muss wieder unter die Leute. Und im Ordinariat, in unserer Gemeinde, Gremien, Verbände, muss das Thema Geschlechtergerechtigkeit wirklich als Ziel formuliert sein. Der Diözesanratsausschuss Geschlechtergerechte Kirche hat ein Konzept entwickelt, hier bei uns, unter uns ist Elisabeth Niggemeier, die vor allem daran gearbeitet hat, das ist Gemeinden ermöglicht, sich in einer Art Selbstverpflichtung mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es wird ein Angebot sein, wo sich Gemeinden damit mal auseinandersetzen können, was heißt eine geschlechtergerechte Gemeinde vor Ort. Und es braucht auch in unseren Sitzungen noch viel von diesen synodalen Haltungen. Wenn ich in Gemeinden oder auch Gremien unterwegs bin und vom synodalen Weg berichte, von Ergebnissen, gehe ich immer mit den 10 Grundhaltungen der Synodalität, die uns als geistlichen Weg vom Januar bis März als Impulse gegeben worden sind, rund. Und diese Impulse, diese 10 Grundhaltungen, wenn das jedes Gremium, und sei es vom Kirchenchorvorstand bis zum Kirchengemeinderat, Diözesanrat, wenn das umgesetzt wird, dann haben wir auch Geschlechtergerechtigkeit, dann haben wir Synodalität auf der Füße und nicht im Kopf. Und ja, und ganz allgemein wünschte ich mir ein diözesanes Bibelprojekt Lectio Divina, um diesen Weg von jetzt dem Ende der Amtszeit von Ihnen, Bischof Fürst, bis die Vakanz vorüber ist, dass wir das biblisch begleiten mit den Gemeinden, um unsere Themen wirklich mit der frohen Botschaft zu verkünden.